Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von der Degusta-Box aus dem Monat August. Ja, es ist mal wieder Zeit für eine Degusta-Box und wir schauen rein, was darin uns erwartet. Ja, das war das Lootbook. Da haben wir noch Werbung. Okay. Adventskalender. Ah, ich fand den Adventskalender. Oh, ich weiß gar nicht, hatten wir den letztes Jahr? Ne, vor 2 Jahren hatten wir den. Ach, ich fand den nicht so gut. Ne, fand ich wirklich nicht so gut. So. Okay. Fangen wir an mit Thin Crisp Snacks Sour Cream and Onion. Die hatten wir doch schon in der letzten Degusta-Box, oder? Die anderen waren, glaube ich, mit Paprika-Geschmack. Die habe ich sogar noch. Die sind zwar nicht schlecht, aber ja, schon wieder solche. Verstehe ich nicht. Dann haben wir ein Körner-Sandwich von der Firma Sammy's. Nee, Harry. Harry, oder? Ah, das heißt Sammy's Körner-Sandwich. Okay, ist aber von der Firma Harry. Ja. Toast, glaube ich, kennt jeder. Da ist jetzt nichts. Du wusstest gar nicht, dass Zentis auch Erdnussbutter macht. Ja, Erdnussbutter. Also früher habe ich das geliebt, Erdnussbutter, aber heutzutage kann ich echt keine Erdnussbutter mehr essen. Ist mir. Boah, nee, schmeckt mir nicht. Dann haben wir Patties gefüllt mit Käsecreme. Das sind solche kleinen Dingerchen hier. Kenne ich jetzt nicht. Okay. Oh, geil. Aber hat man auch letztens erst eins gehabt, ne? Von Mr. Brown Vanilla Flavor Latte Coffee Drink. Ich weiß gar nicht mehr, was das andere war. War auf jeden Fall ein bisschen kleiner, dieses andere Kaffeegetränk. Aber ja, auf jeden Fall wieder geil. Oh, dann haben wir Gummistäbchen. Super sauer, aber die sind ja gar nichts für mich. Ich mag nämlich sauer gar nicht. Aber die Kinder, meine Freundin, die freuen sich drauf. Und dann haben wir Hafer ohne Zucker. Rein pflanzlich, völlig ungesüßt. Ja, mal wieder was für meine Freundin. Die steht auf sowas. Dann haben wir Würzpaste für Tomatenbolo mit natürlichen Zutaten. Okay. Von Maggi. Okay. Oh, hier haben wir noch. Ne, was ist das? Ah doch, auch Würzpaste für Teriyaki. Okay. Das habe ich noch nie gesehen. Oder ist das das, was... Nee, das wird passen. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Schon wieder? Porridge-Glück. Fertig in 3 Minuten. Also, hat man auch in der letzten Box drin gehabt. Diesmal mit Himbeere, Erdbeere. Also, sieht schon ekelhaft aus. Nicht so. Früchtetee. Von Juice Bar. Ja, da werden wir doch gleich mal probieren. Oh. Ohne Zucker, ne? Ohne Zucker, ne? Ja, ohne Zuckerzusatz. Okay. Ich glaube, das müsste man wirklich kalt trinken. Aber ja, es schmeckt halt nach Früchtetee, ne? Bloß kalt, ein bisschen kälter als heiß. Und ja. So, dann haben wir noch 2 Sachen.
Graves Sex on the Beach. Bin gerade überlegen. Nee, vor euch klingt das jetzt nicht. So, und dann haben wir das letzte. Was ist denn das? 033? Ja, 033. Benediktiner Hell. Also mal eine süße kleine Flasche, ne? Prost! Oh, das schmeckt aber. Der schmeckt wie Kaugummi. Boah, ist ja ekelhaft. Boah, also, Sex on the Beach, wenn du das im Mund hast, dann denkst du dir, du hast ein Kaugummi im Mund. Boah. Ich habe auch einen Sex on the Beach von Tropica, der Firma. Oh, der ist so geil. Echt Wahnsinn. Der schmeckt richtig geil. Gut. Ja, also ich muss diesmal sagen, mehrere Produkte von wie in der letzten Box. Ja, ist jetzt nicht so einfallsreich, ne, der Gustavox. Aber ja, schauen wir noch mal. Also, der Graves Sex on the Beach hat 99 Cent gekostet. Der Früchtetee kostet auch 99 Cent. Dann das Benediktiner Hell kostet 4,79 € im 6er Pack. Auch dann 0,33, oder? Bestimmt. Die Fin Crisp kosten 2,29 €. Dann die Erdnussbutter. Da kann ich jetzt 2 gegeben. Aber ich kann da das andere. Alter! Wir haben Creamy und es wäre noch mit Crunchy. Also da wäre noch Erdnussstückchen drin. Das ist jetzt auch nicht so das Wahre. Kostet 2,89 € und ist das Produkt des Monats. Dann das Porridge Glück. Kostet 1,49 €. Der Mr. Brown Vanilla Kaffee kostet 1,59 €. Die Patties, gefüllt mit Käsecreme, kosten 99 Cent. Die Gummistäbchen kosten 60 Cent. Das ist günstig, muss ich sagen. Der Sammy Sandwich Bio kostet 1,89 €. Das ist teuer für 2, 4, 6, ja, 10 Scheiben. Das ist ein bisschen teuer. Dann die Würzpasten von Bolognese und Teriyaki kosten jeweils 89 Cent. Und zum Schluss die Hafermilch kostet 1,99 €. Jawohl. Das war die August-Box. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran, bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.